Es ist Sitzungstag im deutschen Parlament heute und wir hier bei Phoenix übertragen das wie gewohnt live. Im Mittelpunkt steht da in Berlin heute das Thema Nachhaltigkeit. Und damit gebe ich jetzt ab zu meinem Kollegen Gerd-Joachim von Fallor. Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Nachhaltigkeit, da gab es gestern die Generaldebatte im Deutschen Bundestag, soll demnächst einmal im Jahr in einer Sitzungswoche im Deutschen Bundestag behandelt werden. Und nachhaltig, da kann man ja jedes Thema drunter fassen und auch diskutieren. Die meisten, die an Nachhaltigkeit denken, die denken natürlich gleich über das Thema Umwelt nach und Klimaschutz. Und genau darum geht es heute hier in der Debatte. Der Klimaschutzbericht der Bundesregierung 2019 steht zunächst auf dem Programm mit 20 weiteren Änderungsanträgen. Und das Schwierige ist ja immer, dass wohl keiner wirklich gegen Nachhaltigkeit ist, sondern dass die Interessen gewahrt werden müssen zwischen Umwelt-, Industrieinteressen, aber auch sozialen Ausgleich. Und darüber möchte ich diskutieren mit meinen heutigen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Anja Weisgerber. Sie ist die umweltpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion. Nein, das nennt sich anders, Klimaschutzbeauftragte, habe ich jetzt verwirrt. Dann begrüße ich Silvia Kotting-Uhl von den Bündnisgrünen. Sie ist die Vorsitzende des Umweltausschusses im Deutschen Bundestag. So, jetzt haben wir das auch hinter uns gekriegt. Frau Weisgerber, ich habe gesagt, der Klimaschutzbericht der Bundesregierung zieht Bilanz 2019. Das selbstgesteckte Ziel 40% Reduzierung des CO2-Ausstoßes bis zum Jahre 2020. Also jetzt, das ist gerissen worden. Man schafft es nicht. Vielleicht schafft man es noch durch Corona, aber durch eigene Anstrengungen hat es nicht geklappt. Wenn man es mal genauer aufdröselt. Vor allen Dingen deshalb, weil bei den Bereichen Verkehr und Gebäudeheizung das Ganze sogar nach hinten losgegangen ist. Da gibt es mittlerweile mehr CO2-Ausstoß. Wer ist daran schuld? Also zunächst ist zu sagen, dass es sehr gut aussieht, dass wir dieses Klimaziel bis Ende 2020 erreichen, allen Unkenrufen zum Trotz. Wir sind bei über 35% im Moment. Und wir haben ein umfassendes Klimaschutzpaket vorgelegt mit über 60 Maßnahmen, Förderinstrumenten, Anreizen, damit die Bürger auf klimafreundliche Technologien umsteigen, einem Klimaschutzgesetz mit Klimazielen in den einzelnen Sektoren und einer CO2-Bepreisung, mit der wir den Wettbewerb um die beste Technologie, Innovation anreizen, damit sich auch für die Unternehmen Investitionen in Klimaschutz lohnen. Es sieht sehr gut aus, dass wir das Ziel erreichen. Agora hat Anfang des Jahres das auch bestätigt, auch unabhängig von Corona, auch weil der Emissionshandel sehr gut greift in den Bereichen Industrie und Energie. Und in den anderen Bereichen Gebäude und Verkehr führen wir jetzt die CO2-Bepreisung ein. Also ist genau der richtige Weg. Ja, man schafft es, weil Corona da ein bisschen geholfen hat, das muss man klar sagen, Frau Kotting-Uhl, aber weil gerade angesprochen wurde, die Bepreisung, die ab nächstem Jahr stattfindet, auch gerade in diesen beiden kritischen Bereichen, wo ja heute die Werte noch gar nicht stimmen, das bedeutet doch, es wird immer teurer werden, sein Haus zu sanieren, es wird immer teurer werden, Auto zu fahren, es sei denn, die Industrie schwenkt nun mal endlich um und bringt gleich billige oder noch billigere Fahrzeuge an den Staat, die saubere Energie verwenden, das haben wir aber nicht. Das bedeutet doch für den Einzelverbraucher, eine alte Oma mit einer Rente, die ihr Haus jetzt auf den neuesten Stand bringen muss oder gar als Mietpartei irgendwo beteiligt werden muss. Für den Einzelnen ist das doch teilweise gar nicht bezahlbar. Klimaschutz ist teuer, weil wir ihn viel zu lange versäumt haben. In der Tat, das ist so. Und wir müssen darauf achten, dass natürlich nicht die Geringverdiener in der Gesellschaft oder diejenigen, die mit kleinen Renten auskommen müssen, nur gerade die Leidtragenden sind. Deswegen hat die Bundesregierung auch sehr zaghaft beim CO2-Preis gegriffen. Sie wollte ja 10 Cent. Als Einstiegspreis, 10 Euro als Einstiegspreis, ja 10 Cent wäre tatsächlich, da wären wir uns einig, viel zu wenig. 10 Euro als Einstiegspreis, das ist jetzt bei 25, das ist immer noch viel zu niedrig. Das Umweltbundesamt stellt fest, dass der Schaden durch eine emittierte Tonne CO2 bei 180 Euro liegt. Ja, also wir müssen da ganz anders greifen, um Klimaschutz tatsächlich praktizieren zu können. Und die Kunst ist, und das ist ja der Begriff Nachhaltigkeit, eben nicht Ökologie, Ökonomie und Soziales auseinanderzudenken, sondern zusammenzuführen. Deswegen hatten wir den Vorschlag gemacht, mit einem wirksamen CO2-Preis, der dann tatsächlich auch eine Lenkungswirkung entfaltet, ist ja der Sinn der Sache, ja, die beginnt vielleicht bei 50 Euro, einzusteigen und die Einnahmen pro Kopf der Bevölkerung zurückgeben. Das heißt, diejenigen mit
geringem CO2-Ausstoß, und das sind im Allgemeinen die Geringverdiener, die nicht die großen Autos fahren, die nicht die großen Reisen machen und die nicht in Riesenhäusern leben, die würden davon profitieren. Das heißt, die hätten einen Benefit, einen Klimabonus. Und diejenigen, die weiterhin sehr viel CO2 durch ihre Lebensweise emittieren, die würden das verstärkt bezahlen. Aber wir müssen uns klar sein, ohne Preis werden wir das Ziel nicht erreichen. Es geht zu langsam, das ist ja der Vorwurf. Und plötzlich sagt der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, genauso ist es. Unabgesprochen hat er jetzt einen Plan vorgelegt, die Charta für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft. Da schreit gleich die Industrie auf, aber auch aus den eigenen Reihen kommen da Vorwürfe, die sagen, der Bundeswirtschaftsminister ist dafür da, dass die Wirtschaft diese schwierige Zeit der Corona gut überlebt. Und jetzt fängt er auch noch an, hier uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Was ist da los? Der Bundeswirtschaftsminister baut ja in seinen Forderungen auf unserem Klimaschutzpaket auf. Er sagt, Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze und Klimaschutz, das geht beides zusammen. Wir brauchen eine Klimaschutzgarantie und eine Wirtschaftsgarantie für Arbeitsplätze, für Wachstum. Und da gilt es jetzt auch, die Industrie bei dem Umstellungsprozess zu begleiten. Wir müssen die Industrie auch dabei unterstützen, auch mit Fördergeldern. Und das tun wir, ihre industriellen Prozesse CO2-ärmer zu machen, irgendwann mal perspektivisch auch CO2-frei zu machen. Deswegen haben wir die Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht. Wir haben die Stahlstrategie jetzt auch beschlossen. Da geht es auch darum, gerade in diesem Bereich den Wasserstoff zum Einsatz zu bringen, dass in Zukunft auch noch Stahl bei uns produziert wird, aber eben klimafreundlich. Und zum Thema, es geht zu langsam. Wir sind als einzige Industrienation der Welt aus der Kernenergie ausgestiegen und wir steigen jetzt auch noch aus der Kohlekraft aus. Wir haben einen enormen Anstieg im Bereich der erneuerbaren Energien und haben uns da auch wirklich ambitionierte Ziele gesetzt. Der Minister, Wirtschaftsminister, hat jetzt auch eine EEG-Reform auf den Tisch gelegt, die auch wichtige Elemente enthält, um die Bürger mitzunehmen. Und wir müssen bei all dem die Akzeptanz der Menschen behalten. Deswegen können wir nicht von Anfang an auf 180 Euro gehen. Da ist dann die Oma, sag ich mal, in der Rhön zum Beispiel aus meiner Region besonders stark betroffen von den hohen Heizkosten, von den hohen Benzin- und Dieselkosten. Und deswegen müssen wir einen sanften Einstieg machen, aber einen glaubwürdigen Aufwuchspfad. Der Preis steigt ja, es wird immer nur mit dem Anfangspreis argumentiert, aber der steigt ja kontinuierlich und bildet sich schließlich am Markt. Und in dieser Anfangsphase unterstützen wir die Menschen mit Heizungsaustauschprogramm, mit einer Innovationsprämie für Elektromobilität und vieles mehr. Das ist ein stimmiges Konzept und da ziehen wir in der Bundesregierung und im Bundestag an einem Strang. Frau Kotting-Uhl, da war jetzt sehr viel drin. Ich versuche es mal ein bisschen zu bündeln. Also die Zeit läuft uns eigentlich weg, das wissen alle. Aber wie macht man es nun? Also die Bundesregierung ist den Weg gegangen, das langsam anzugleichen, auch die CO2-Preise. Der Bundeswirtschaftsminister sagt jetzt, wir müssen radikaler werden. Wir müssen die Gesetze dazu ableuchten und eigentlich muss der Umweltschutz das Wichtigste überhaupt werden. Die Grünen machen das ja schon die ganze Zeit. Das ist ja ein Kernthema der Grünen. Und das Ende vom Lied ist, dass Deutschland mittlerweile die höchsten Strompreise in Europa hat, EEG-Stichwort, durch die Subventionsmechanismen. Das ist zwar gut gemeint, aber gerade für die Industrie zum Beispiel, wenn man sieht, in Bulgarien 9 Cent, bei uns über 30 Cent, der Durchschnitt einer Kilowattstunde in Europa bei 20 Cent, dann sieht man, wo das Problem ist. Ja, jetzt haben Sie noch ein paar Themen dazugepackt. Wo fange ich jetzt an? Darf ich mal bei Herrn Altmaier anfangen und seinen Vorschlägen, die er gemacht hat? Die können wir ja gerne umsetzen, wenn sie mit etwas mehr als heißer Luft gefüllt werden. Und er darf dann auch nicht am Ende mit Kommissionen, die er ja vorschlägt, so umgehen wie mit der Kohlekommission und die total frustrieren, indem die Ergebnisse nicht umgesetzt werden. Aber grundsätzlich muss der Wirtschaftsminister genau wie der Verkehrsminister und auch die Landwirtschaftsministerin, die darf man beim Klimaschutz auch nicht unerwähnt lassen, sie müssen erstmal ihre Hausaufgaben machen. Ja, das heißt beim Wirtschaftsminister mal zu schauen, was ist sein Hauptelement? Das ist die Energiewende, die in seinem Haus ist, ja. Wir brauchen für Klimaschutz 16 Gigawatt Zuwachs pro Jahr. Ja, wenn wir alles, was auch der Wirtschaftsminister in Worten möchte, die Sektorkopplung, den Wasserstoff, ja, also wir wollen Wärmepumpen, wir wollen Elektroautos, wir wollen alles, was Strom braucht. Und gleichzeitig rechnet er in seinen Zielen den Strombedarf runter. Er rechnet damit, dass der Strombedarf bis 2030 sinkt und damit kommt er dann auf das Ziel des Anteils an erneuerbaren Energien, der vorgegeben ist.
So passt das nicht zusammen. Wir müssen schauen, was sind die Bedarfe, und dann müssen wir schauen, was brauchen wir dafür. Und es braucht sehr viel mehr Ambitionen, als wir bis jetzt aufweisen in Deutschland. Lassen Sie mich mal noch unseren Klimarat, unseren Weltklimarat nennen. Der hat uns ja vorgerechnet, dass die Welt noch 500 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente ausstoßen darf, um das Pariser Ziel zu erreichen. Wenn wir das runterbrechen auf Deutschland, ja, dann hat uns der SRU und auch das Potsdamer Institut für Klimaforschung vorgerechnet, dass wir in Deutschland bei einem gleichbleibenden Ausstoß wie 2019 dieses Ziel in 10 Jahren durch hätten. Dann wäre unser Budget verbraucht. So, das zeigt uns doch ganz deutlich, dass wir mit den Maßnahmen unglaublich beschleunigen müssen. Und wenn ich dann einen Verkehrsminister höre, bei der noch nichts eingespart hat, null, ja, absolut nichts eingespart an CO2-Emissionen, und der sich jetzt schon wieder nur in Empörung ergeht, wenn von Frau von der Leyen der Vorschlag kommt, die Grenzwerte für die Pkw-Flotte von -37,5 auf -50% zu senken. Absolut notwendig, Verkehrsminister empört sich, anstatt der Industrie endlich zu zeigen, dass die Transformation ansteht. Die kann man nicht mehr verschieben. Die Transformation in unserer Industrie steht an. Ja, da war jetzt auch sehr viel drin. Wir können es immer nur schablonenartig fassen, Frau Weisgerber. Jetzt ist es so, dass Ursula von der Leyen gestern gesagt hat, die EU spart nicht mehr 40, sondern 55% bis 2030. Dieses Ziel hatte die Bundesregierung für Deutschland auch ausgegeben. Und nun gibt es nicht wenige, die sagen, wenn die Europäische Union dieses Ziel wirklich hochlegt, dann müssen wir Deutschen prozentual noch mehr sparen auf 65 oder höher. Die Grünen würden das sogar befürworten. Ist das denn überhaupt machbar? Also zum einen ist ja zu sagen, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir uns auch sehr ambitionierte Ziele, Sie haben es erwähnt, 55% bis 2030 auch für die Zukunft gegeben haben und Klimaneutralität bis 2050. Und deswegen sagen wir, wir brauchen auch auf der europäischen Ebene eine faire Verteilung der Lasten. Alle Mitgliedstaaten der EU müssen natürlich ihrer Wirtschaftskraft entsprechend, aber jetzt auch eben anziehen. Es kann nicht sein, dass Deutschland allein jetzt die Hauptlast dieser Ambitionssteigerung trägt. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dafür marktwirtschaftliche Instrumente auch nutzen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass meine Forderungen, die ich wirklich gebetsmühlenartig auch gegenüber der Kanzlerin auch im Hinblick auf die Ratspräsidentschaft und dann nachgestellt habe, jetzt auch erfüllt wird, nämlich, dass der Emissionshandel für Wärme und Verkehr, wie wir es ja jetzt in Deutschland machen, auch auf der europäischen Ebene ausgeweitet werden soll. Das ist das Erfolgsprojekt und Instrument, das sehen wir bei Industrie und Energie. In dem Bereich haben wir die Emissionen auch reduziert und wir müssen jetzt da auch nachlegen und das europaweit. Frau Kording, noch mal ganz grundsätzlich, wir steigen aus der Atomkraft aus, übernächstes Jahr ist es soweit, in einem Jahrzehnt sind wir aus der Kohle raus, und dann retten wir die Welt. Aber so ist es ja nicht, denn es gibt ja alleine 1000 Gigatonnen werden momentan gefördert in China. Und die Chinesen planen einen Ausbau bis 2035 auf 1490 Gigatonnen. Unsere Ersparnisse wären bei 45 Gigatonnen, wenn wir die Kohlekraftwerke abstellen würden. Umweltschutz ist ja regional gar nicht allein zu machen. Nein, das ist nicht regional machbar, da haben Sie völlig recht. Und China ist ein Wahnsinnsproblem. Auch Brasilien inzwischen, auch USA. Wir haben viele Länder, die wirklich problematisch sind und die bei den internationalen Klimaschutzvereinbarungen auch aussteigen wollen oder das bereits getan haben. Das kann aber für uns nicht Grund sein zu sagen, naja, dann legen wir uns zurück und resignieren. Ja, wir können angesichts dieser Situation, brennende Wälder überall auf der Welt, Dürren, Hitze, überhitzte Städte, die wir bei uns haben, austrocknende Landwirtschaft, wir können uns nicht einfach zurücklehnen und zu sagen, unser Beitrag ist so klein. In Europa sind wir der Emittent mit den höchsten Emissionen pro Kopf. Man kann nur pro Kopf rechnen, nicht pro Land. Ja, dazu sind die Länder flächenmäßig zu unterschiedlich und bevölkerungsmäßig. Und deshalb müssen wir die alte Rolle, die wir mal hatten, wir waren mal der Vorreiter beim Klimaschutz, die müssen wir wieder ergreifen. Dazu sind können immer noch Vorreiter. Nein, sind wir nicht mehr, Frau Weisgerber. In Worten ja, aber nicht im Tun. Wenn wir diese Vorreiterschaft mit der EU-Ratspräsidentschaft verbinden, ja, und wirklich versuchen, die anderen Länder mitzuziehen. Ich weiß, da sind Sie völlig an unserer Seite. Ich weiß, dass Frau Weisgerber im Kern auch mehr möchte, als tatsächlich gemacht wird. Wir sind uns da ganz einig. Aber jetzt diese Chance zu nutzen, ja, und die anderen Länder auch zu überzeugen. Und damit, das heißt natürlich auch zu zeigen, dass das keine Verlierersituationen produziert, sondern dass das vielfach ökonomisch, ökologisch, Umbau der Wirtschaft, ja, ökologisch, sozial,
durch zum Beispiel ambitionierter CO2-Preis, der zurückgegeben wird, dass Win-Win-Situationen entstehen können. Wir haben die Potenziale, um zu zeigen, wie es gehen kann. Und diese Potenziale müssen wir nutzen. Wir haben natürlich, ich habe es vorhin schon angesprochen, die höchsten Strompreise. Und das ist ja auch die Angst, Stefan Weil, der Ministerpräsident aus Niedersachsen, hat gesagt, wir müssen auch ein bisschen schauen, dass die Industrie mitkommt. Was haben wir davon, wenn unsere Industrie am Boden liegt und in China und woanders nach wie vor die Emissionen so hoch sind, dass unser Opfer umsonst war? Wie löst man das Problem? Mit dem Konjunkturprogramm investieren wir jetzt zum Beispiel 40 Milliarden in Klima- und Umweltinnovationen. Wir unterstützen die Industrie in diesem Strukturwandelprozess. Und das ist auch immens wichtig. Wenn man sich jetzt die Situation bei den Zulieferern, bei der Automobilindustrie im Moment anschaut, durch Corona ist man schon belastet und den Strukturwandel muss man auch noch bewältigen. Die brauchen Unterstützung, die brauchen auch Unterstützung bei der Dekarbonisierung. Das tun wir. Insgesamt 100 Milliarden mit dem Klimaschutzpaket. Das ist eine Menge Geld, die wir in die Hand nehmen. Und deswegen kann sich unsere Klimapolitik wirklich sehen lassen. Frau Weisgerber, Frau Kotting-Uhlmann könnte stundenlang darüber weiter diskutieren. Das werden Sie jetzt tun, nämlich im Plenum. Vielen Dank. Ja. Da geht es nämlich jetzt weiter, meine Damen und Herren, mit der Debatte. Und es gibt unter anderem 20 Änderungsanträge. Das dürfte eine muntere Debatte hier heute Morgen im Deutschen Bundestag sein. Bleiben Sie dran. Ich gebe jetzt rein in den Plenarsaal.